Ja, wo ist mein Füllerführerschein? Ich wollte eigentlich jetzt nur darauf eine Antwort geben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hab den nie. Ja, damit vielen Dank. Guckt euch das so. Nee, wir gucken uns das jetzt an. Direkt Vielleicht am finden wir Anfang, den ja. kurzes Quizshow, ja Mann. Was war für Plankton als kleines Kind ein Objekt der ewigen Begierde? Waren es Freunde, amtliche Dokumente oder Xbox? Ja, keine Steuern an Finanzamt bezahlen, hat der Plankton immer ganz gut geschafft. Mit der Scheinarbeit, ne? Und ja, der wollte halt eine neue Fastfood-Kette aufmachen, ne? McDonald's. Unter Wasser. Wieso seid ihr eigentlich noch gar nicht unter Wasser, ne? Oder Burger King? Das wäre doch mal was. Wenn ich mal irgendwie baden gehe und ich kann direkt in so ein, ich sag schon hier, so ein Geschäft reinschwimmen und kann mir unter Wasser dann einen Burger bestellen. Das wäre doch mal was. Xbox 360 mit Ponyhof-Simulator. Bing, 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 bing. Ja, mit 6 oder 7 war ich scharf darauf, irgendein behördliches Dokument zu besitzen, wie einen Ausweis oder Führerschein. Sagst du, ist weird? Ich kann dir darauf keinen Konter geben. Ich benutze diese Plattform hier einfach nur noch, um meine Kindheit aufzuarbeiten. Zu dieser Begierde zählten auch Geldscheine. Und als meine Oma und ich mal wieder auf einer unserer recht Ja gut, regelmäßigen das Erkundungen. mit Geldschein, das kenne ich. Das habe ich eigentlich seitdem ich 3 bin, habe ich so eine Begierde nach Geldschein. Die lächeln mich auch immer so schön an. Man kann auch mit dem Geldschein kann man in Läden gehen und man kriegt dann Produkte. Ja, ist krank, ne? Man kriegt dann wirklich so Produkte. Außer das Finanzamt kommt natürlich und sagt, nee, pass mal auf, du gibst uns erstmal die 10 Euro und kriegst erstmal nichts zurück. Dafür musst du ein bisschen mehr arbeiten und dann kriegst du ein bisschen was zurück. Dann ist natürlich doof, ne? Erkundungstouren durch Hamburg unterwegs gewesen sind. Ich finde das gerade irgendwie total cute, weil ich mich beim Schreiben wieder daran erinnere. Ich habe irgendwie einmal alle paar Monate gefragt, ob wir nicht Putischewskij gehen wollen, was so viel heißt wie Reisen. Und dann sind wir dann immer zum Hamburger Hafen gefahren. Wie dem auch sei. Als wir mal wieder am Herumreisen gewesen sind. Ja, du warst mit deiner Mutter rumreisen. Ich glaube aber, deine Mutter wollte an Hamburger Hafen mit dem Schwimmen lernen. Ne? Reinschmeißen und dann schnell abhauen. Ne? Und umziehen an den Tag noch. Das haben meine Eltern auch öfters versucht. Die haben mich bei Fremden reingesteckt. Ne? Irgendwie Kollegen oder so waren das. In so ein Van. Wollten mich nicht haben. Ne? Die haben mich ins Wasser geworfen. Bin wieder zu Hause angekommen. In Kanada ausgesetzt. Bin mit dem Flugzeug wieder zu Hause angekommen. Und die haben immer so meine Eltern gesagt, hey, war nur Spaß. Komm wieder rein. Habe ich am Barmbeker Busbahnhof ein dickes 18-Eintel hängen sehen von einem Pfandleihhaus mit einem dicken 50-Mark-Schein drauf. Ich fand den so cool. Darf ich auch sowas haben? Ja. Was ist das? Etappichett. Und im Nachhinein kann ich auch einigermaßen grob sagen, warum ich das alles überhaupt cool fand. Es war eine Mischung aus Wert und Ästhetik. Ein 50-Mark-Schein hatte einen Wert und sah cool aus. Und ein Führerschein hat einen gewissen Wert. Er erlaubt es dir, etwas zu führen und sieht cool aus. Wenn du mir einen Führerschein gegeben hättest, Gut, der mit Comic dann Sans. gibt's, dann muss ich aber auch sagen, gibt's Leute, die haben keinen Führerschein und haben ja fahren ja trotzdem, ne? Und Clipart-Gewusel zusammengekleistert gewesen wäre, hätte er zwar einen Wert, würde aber kacke aussehen und ich hätte kein Interesse gehabt. Und ich finde bis heute Behördendokumente designtechnisch recht interessant. Sie haben eine gewisse Ordnung. Eine Helvetica-ähnliche Schrift, die mit irgendwas Schreibmaschinigem Hand in Hand geht, gepaart mit absolutem Holo-Wahnsinn, wo sich der Designer hat komplett gehen lassen. Ich glaube, Dokumenten- oder Gelddesigner ist gar kein so doofer Job. Finde ich jetzt zumindest. Ich meine, überleg mal, irgendein Mensch hat mal unseren Personalausweis designt und 80 Millionen Menschen haben dieses Design gesehen. Irgendwelche Credits? Nö! Dabei leben wir doch in der Finde ich auch ein Gesellschaft, wo bisschen frech. künstlerische Sachen ständig nach Credits schreien. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Milchmensch Ich muss Credits ganz fürs ehrlich sagen, ne, Milch. ich bin ja auch ein Designer. Ich designe, gerade wenn ich abends einen Döner gegessen habe, kommt jetzt nicht so häufig vor, jeden Tag, dann designe ich ja, ich bin ja auch ein Künstler, dann designe ich früh Kunst. Und das muss man ehren. Das muss man ehren. Und das machen die Leute einfach nicht. Jeden, den ich das zeige, finden die Scheiße. Wortwörtlich. Kriegst oder deine Bahnfahrt anmoderiert wird mit Ihr heutiger Weg zur Arbeit wird Ihnen präsentiert von Peter Peter. Ja, meine Eltern fanden es witzig, mich Peter zu nennen, obwohl ich bereits Peter mit Nachnamen heiße. Da sind doch auch Jobs, die Props verdient haben und wie ich finde, auch nicht weniger anspruchsvoll sind, als Videos zu drehen oder ein Buch zu schreiben. Oder hast du eine Ahnung, wer eigentlich die Euro-Banknoten entworfen hat, die Nee, buchstäblich fast die interessiert mich auch ganze nicht. Welt kennt? Sigmund Mihard. Nein, Spaß. Wisst ihr, es gibt so Dinge, die man nicht hat. Da, oh, geh doch mal wegfliege. Ich gehe heute nicht duschen, erst zu Weihnachten. Es gibt ja so Dinge, die interessieren mich einfach nie, weil ich die nie hab.
Und dazu gehört auch halt Geld. So, klar, man könnte sich drüber Gedanken machen, wer hat es überhaupt designt, verdient der selber gut Geld, so, aber hab ich nie. Das sind auch, ich brauche mir da auch keine Sorgen machen. Das Finanzamt hat ja alles, ne? Also von daher ist es ja, ne, oder Rentenversicherung, Krankenkasse, ne? Also von daher brauche ich mir da ja keine Gedanken machen, ne? Oder Vermieter, Strom, Handyverträge, naja. Kalina, der österreichische Crowley, ein Banknotenentwerfer aus Wien, ist tatsächlich der offizielle Jobname, der 1996 in einem Wettbewerb bestehend aus 44 weiteren Entwürfen rasieren konnte. Er hat übrigens auch die Banknoten von Aserbaidschan entworfen. Ich meine, es ist schon cool, wenn du ein großes Plakat mit einer dicken Headline gelayoutet hast, die einen Sommer lang an allen U-Bahn-Stationen hing. Aber stell dir mal vor, in deinem Portfolio ist einfach mal der gesamte Euro-Stack. Ist sicherlich auch eine sehr gute Tinder-Bio. Fest steht, ich hätte damals echt gern irgendein amtliches Dokument gehabt. Oder Geld. Oder eine Büchereikarte. Ich hab jetzt heute auch noch. Schön für dich, Karstadt. Von mir aus hätte es auch einfach eine Urkunde fürs Streitschlichten sein oder was weiß ich. Und dann kam eines Tages, vermutlich in der zweiten Klasse, der lang ersehnte Hoffnungsschimmer. Präsentiert von Frau Dämon. So hieß meine Grundschulklassenlehrerin wirklich. Heute machen wir den Füllerführerschein. Ein Führerschein. Okay. Ich habe übrigens irgendwo hier noch... Ja, bleibt sitzen, keine Angst. Ich habe meinen Fahrradführerschein. Und wir haben das nicht auf dem Schulhof gemacht. Ich glaube, es war in der dritten Klasse, sondern wir sind wirklich auf der Straße, auf der Landstraße, sind wir mit den Autos zusammengefahren. Ne, Polizei stand an ein paar Wegen, aber sonst sind wir ganz normal mit dem Fluss in Richtung Freiheit. Und dann wollte ich halt mit meinem Fahrrad, da war ich ja immer ein Geldtransporter, wollte ihn aufmachen und da hat die Polizei gesagt, nee, es gehört nicht zur Prüfung, bitte hier links. Naja, schade. Naja, hätte er klappen können. Da habe ich mir einmal gedacht, ich habe ein Fahrrad, ich könnte jetzt abhauen. Vor mir ist ein Geldtransporter. Und da steht überall die Polizei. Ich habe immer so ein Pech. Immer. Ne? Immer. Ich unbedingt habe. Ich fing an zu füllern, als wäre es das Achievement meines Lebens. Tintenpatrone explodiert. Kein Problem. Klick, klack, Tintenkiller. Brauche ich nicht. Ich kann den Bims im Schlaf. Diese Seite eines Radierers soll meine Tintenfehler radieren können. Perfettig. Wer Fehler macht, der... Herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt alle den Füllerführerschein. Ach was. Ich hab den nie bekommen. Wo ist mein Füllerführerschein, Frau Dämon? Sehr geehrte Schulleitung. Ich heiße also Schüler Ihrer Grundschule zwischen den Jahren 2000 und 2004. Im Jahr 2002 habe ich einen sogenannten Füllerführerschein bei Ihnen bestanden und diesen bis heute nicht ausgehändigt bekommen. Ich würde mich äußerst freuen, diese Urkunde im Nachhinein auf postalischem Wege zu erhalten. Postalisch. Mit den allerbesten Grüßen und senden. Sommerloch hier. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Habt euch lieb, euer... Hä? Du? Nee. Nee. Das kannst du jetzt nicht machen. Hast du jetzt einen Füllerführerschein? Bist du jetzt Designer geworden? Bist du jetzt Creator geworden? Hast du einen Führerschein? Du kannst... Nee. Nee. Ich will das jetzt wissen. Hast du den jetzt bekommen? Du kannst dich doch... Das geht nicht. Du kannst mich doch jetzt nicht damit jetzt hier alleine lassen. Ich kann doch nicht mal schlafen. Super, danke. Danke dafür. Ich werde jetzt jeden Tag dran denken, hast du jetzt deinen Führerschein bekommen oder nicht? Danke dafür. Danke dafür. Ja. Planton. Nee, finde ich nicht gut. Das sind doch Dinge, die muss man doch klären. Krieg ich so einen Hals bei sowas. Wirklich so einen Hals. Nee, ich muss sagen, ich fand das Video gut. Bis zum Schluss. Das hat mich dann mega enttäuscht, weil ich jetzt immer noch nicht weiß, ob du deinen Füllerführerschein jetzt erhalten hast oder nicht. Ich möchte das jetzt wissen, sonst kann ich die nächsten paar Jahre nicht mehr schlafen. Schreib mir eine E-Mail. Finanzamt@gmail.com und klär das bitte. Ich will das jetzt wissen. Das wird immer in meinem Kopf bleiben. Jetzt hat er den Füllerführerschein. Ja oder nein? Heiß ich Dieter? Bin ich wirklich ein Mensch? Simulation, das sind Dinge, die will ich wissen jetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt so genau Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.